Am Freitag, dem 6.01.2012, stellte Oberbürgermeister Ulrich Sierau bei einer Pressekonferenz im Dortmunder Rathaus den neuen Polizeichef Norbert Wesseler vor. Wichtiger Angriffspunkt, so Sierau, ist das Verhindern von gewalttätigen Übergriffen durch Rechtsextreme. Vor allem im Stadtteil Scharnhorst soll die Situation wie zuvor im Dortmunderne verbessert werden. Dies sei nur durch erhöhte Präsenz zu schaffen, sagte Polizeichef Wesseler. Außerdem sei man sehr zuversichtlich, was zukünftige Großevents angeht und verspricht sich große Erfolge, so wie zuvor bei der Love Parade 2008 und der Meisterfeier im vergangenen Jahr.